Das beliebte Monster Poe aus dem Handyspiel ist jetzt in Teardown und wir müssen ihn besiegen. Mit einer Reihe von verschiedenen Autos müssen wir ihn füttern, damit er größer und stärker wird. Wenn wir Poe immer weiter füttern, wird er größer und stärker. Je größer er wird, desto stärker wird er und kann uns allerdings angreifen. Wir haben insgesamt 5 Leben. Schaffen wir es, Poe am Ende des Videos zu besiegen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Yo Leute, was geht? Freunde, willkommen auf jeden Fall zurück zu einer neuen Episode in Teardown. Und ja Leute, heute sind wir mit Poe unterwegs. Wir haben neue Autos, die wir übrigens auch benutzen. Wir haben unter anderem die ganz legendäre Skibidi Toilet als Fahrzeug, SpongeBob und vieles, vieles mehr. Und wir dürfen allerdings erst einmal bei diesem kleinen Poe, Leute. Ich glaube, das sieht aus, als hätte er die Grippe. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit ordentlich Medizin füttern und deswegen werden wir das Ganze machen. Wir werden nämlich erstmal die kleinsten Fahrzeuge gegen ihn verwenden, bis er sich dann vergrößert, weil er zu viele von denen gefuttert hat. Und dann müssen wir es schaffen, bis auf Level 3 ihn zu bringen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir ihn besiegen. Ich würde sagen, Leute, ohne groß zu reden, wir fliegen jetzt erstmal drauf auf Poe. Ja! Oh Mann, Alter, man hört diese Essensgeräusche, ne? Poe ist ordentlich am Essen, ne? Also, yo, er hat auf jeden Fall ordentlich gegessen. Und der kleinste Poe von denen hat noch nicht wirklich gute Angriffe. Also, er kann uns noch nicht attackieren. Aber je größer er wird, desto komischere Attacken wird er lernen. Also, Poe, hast du Hunger? Hier einen Nein. Oh, na gut. Ferrari gibt's wohl nicht zum Frühstück. Aber vielleicht gibt es einen Pacatata. Den kann man noch essen, nicht wahr? Und zwar Vollgas! Nein, das war ein bisschen zu schnell. Okay, vielleicht McLaren oder so? Mit dem McLaren Center, Vorsicht! Nein. Das war bis jetzt von allen Leben. Ich glaube, das Dümmste, dass ich einen Teardown verloren habe. Okay, na gut, dann vielleicht haben wir... Das ist das ein Nemo-Auto? Was? Das Ding hat Seifenblaseneffekte. Wie cool ist das denn bitte? Das ist offiziell das coolste Fahrzeug, das ich gefahren bin. Es schwimmt einfach. Achtung, Poe, hier kommt die Medizin. Und bam! Yeah! Let's go, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, genau. Okay, es bleibt in Poe drinne. Und ich glaube, zum großen Finale geben wir ihm natürlich noch ein Dessert. Und zwar das Dixie-Klo-Auto. Na los, komm, auf die Augen. Oh nein, nein. Nein, was? Wie habe ich denn das verfehlt? Moment mal kurz. Das ist ja voll die coole Map. Hier ist einfach eine Brücke. Vielleicht können wir das Ganze ja noch retten. Oh, Achtung, ich fahre mal darüber. Okay. Ich habe noch nie so eine coole Dekoration gesehen auf einer Teardown-Map. Okay, Pose. Nein, Pose da oben. Da kommen wir nicht hoch. Na gut, vielleicht gönnt er hier sich was zu essen von Döser Grill. Ordentliche Döner-Kebab, ein bisschen Hot Dogs. Voll auf den Mund oder auf die Augen. Egal, eins von beiden. Ja, yeah! Das hat gut gezogen. Nice. Nice. Der war nicht schlecht, der... Was passiert? Ich glaube, Poe entwickelt sich gerade. Oh nein, das kann jetzt nicht sein. Werden wir jetzt das erste Upgrade kriegen? Okay. Kollege, das sieht aber echt hässlich aus. Okay, das ist wohl das zweite Upgrade. Wir haben Poe gerade zu einer Art dreckigen Monster mit blauen Augen geupgradet. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir neue Fahrzeuge jetzt freigeschaltet haben. Und zwar können wir jetzt die Fahrzeuge aus dieser Reihe alle benutzen. Ich will mal nicht ganz so unfair sein, ich werde jetzt nicht dieses Auto als erstes benutzen. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier mit diesem Tanker. Ich hoffe nur nicht, dass er explodiert, weil sonst verlieren wir direkt das nächste Leben und das will ich ja nicht. Achtung, Poe, hier kommt eine Medizin und die kommt gut. Let's go. Oh. Wo bin ich denn? Hallo? Alter, wir haben einfach das gesamte Podest fast gesprengt. Ja. Dachte ich mir es doch, Leute. Keine Chance. Bro! Der kotzt mich an, oder? Da kommt so ein riesen Schleim aus ihm. Oh mein Gott. Es ist ekelhaft. Ich verstecke mich von diesem riesen Schleim. Ich nehme Damage. Okay, Leute, wir müssen was in seinen Mund stopfen, sonst, nicht falsch verstehen, sonst werden wir unser Leben verlieren. Na los, fahr. Feuerwehrwagen. Feuerwehrmann Sam ist gleich unterwegs. So, Achtung. Wee, wee, wee. Ah, Bro, nein.
nein, Leute. Dieser Effekt ist die ganze Zeit da. Oh, Junge, ich glaube, er hört jetzt gleich langsam auf. Okay. Was? Der hat mit seinem Schleim einfach dieses Auto komplett zerstört. Okay, Zeit für ein Auto, das nicht zerstörbar ist. Welches kann man nicht zerstören? Wo ist das Emoji-Auto? Wo ist das Emoji? Da hinten ist das Emoji-Auto. Jo, wir haben sogar 4 verschiedene Emojis jetzt. Dann würde ich sagen, wenn aus ihm das hier rauskommt, dann benutze ich jetzt einfach mal das Auto. Oh nein! Das Kack-Emoji-Auto ist weg. Oh, oi. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das Ding zerteilt sich gerade in Einzelteile. Aber egal, es lässt sich noch fahren. Ja. Ja, wir haben es auf. Er hat aufgehört. Nice. Nicht schlecht. Okay, also ich sag's so, wie es ist. Noch ist Poe nicht allzu gefährlich, aber er sieht auch wirklich nicht so gesund aus. Hauen wir ihm einfach noch ein Emoji-Auto rein, würde ich sagen. Oh, der macht mir wieder Damage. Er macht wieder Schleim oder so. Na los, nimm das, Poe. Oh, yo. Auto ist kaputt. Oh, jetzt reicht's mir aber. Weißt du was? Poe Version 2, du kriegst jetzt mit dem Bulldozer zu tun. So, und Achtung, wo ist er denn? Let's go! Schreddern wir den! Ja! Wir können hochfahren! Vorsicht! Ja, das sieht gut aus. Das sieht saugut aus. Oh, ihr seht, Leute, wie unten alles reinfällt. Ja, das Teil zerschmettert gerade wirklich jedes Material, jedes Spielermaterial, was es hier gibt, wird zerschreddert. Oh, Mann, ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin stuck. Nein, ich bin stuck. Ich kann es nicht mehr. Okay, der Poe macht immer noch sein... Nein! Wie? Oh, nein. Wir haben jetzt noch 3 Leben, Leute. Aber das kriegen wir hin. Wart's nur ab, bis der große Poe kommt. Dann bekommt er es mit der großen Skibbidi-Toilet zu tun, mit dem Auto. Okay, Poe, hier... Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ihr habt das war jetzt... Nein. Könnt ihr vielleicht ein Like da lassen, damit wir vergessen, was ich da gerade gemacht habe? Nein. Wir nehmen das nächste Auto, Leute. Lasst ein Like, da, ihr habt nichts gesehen, okay? Okay, dann nehmen wir jetzt als nächstes das Zementauto. Keine Ahnung, was mit dem Auto dann passiert ist. Muss wohl irgendwie ein Vollidiot gewesen sein, der das gefahren ist. Und Vollgas! Ja, Mann. Der ist nicht schlecht. Der wiegt auch viel. Ich glaube, wir können aussteigen. Der wird jetzt im Inneren wirklich für richtig viel Damage sorgen. Mein Spiel laggt. Oh, meine Güte. Mein Spiel laggt ja richtig. Das heißt, der Zementlader, der macht gerade richtig Schaden von innen. Oh ja, und wie er Schaden gemacht hat. Guckt euch das mal an. Einfach so ein riesiges Loch bei Poe. Na gut, haben wir noch einen Wagen, der wirklich Schaden machen kann, der nicht allzu krass ist, aber irgendwie doch? Oh ja, warte, ich habe die Idee. Natürlich, Leute, natürlich. Diese Fahrzeuge mit den Sprengsätzen. Ist doch klar, dass die gut sind. Warum habe ich jetzt ein Leben verloren? Okay, Leute, wir haben nur noch 2 Leben. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber wahrscheinlich ist das Ding einfach explodiert durch diesen Rauch oder so. So, Zeit jetzt mit dem Apple-Lieferwagen anzukommen. Oh, oh, Vorsicht, ich muss aussteigen. Das Ding wird umkippen. Oh, Junge, war das knapp. So, Vollgas, Poe. Vollgas, Poe. Poe in your Poe. Oh, what a hit. Der war nicht schlecht. Können wir das nochmal machen? Ich glaube, ich habe noch einen anderen Wagen. Und zwar das Teil. Das ist gar nicht mal schlecht. Boah. Bam, 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 bam. Bam. Junge, der macht ja richtig laute Geräusche. Achtung. Wir springen und... Bam. Bam. Bam, Alter. Yo. Yo. Alter. Ich... Junge. Er schießt den Bo rein. Er schießt komplett auseinander, nimmt er den Po. Bam! Bam, 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 bam! Okay, das hört sich nicht gesund an für Po. Ich glaube, er ist gleich down oder so. Was passiert? Ich höre schon wieder diese Musik. Nein, nicht entwickeln. Nein, nicht entwickeln. Oh nein, das ist passiert. Er entwickelt sich bereits jetzt schon zu Level 3. Und es ist... Boah! Okay! Okay, Leute, das ist der große Poe und der hat krasse Angriffe. Okay, Freunde, ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Was ist das für ein Geräusch, Poe? Poe, bitte. Wir können darüber reden.
Mann, ey! Junge, ich habe jetzt nur noch ein Leben und ich habe gerade jetzt gesehen, was für ein Angriff der... Was steht da? Liken, um das Leben zurückzukommen. Freunde, like bitte mal das Video. Ich will dieses unfaire Leben, was ich gerade verloren habe, wieder zurückkriegen. Also, alle mal Like da lassen und hoffentlich kriegen wir das extra Leben. In 3, 2, 1 und smash den Like-Button! Und let's go! Wir haben das nächste Leben auf jeden Fall bekommen. Nice! Und wir haben jetzt auch gleichzeitig neue Fahrzeuge, die wir gegen diesen riesen XXL-Po benutzen können. Und zwar diese ganzen Fahrzeuge aus der Reihe, unter anderem diesen gigantischen Thomas die Lokomotive und auch dieses Teil. Und so wie natürlich das SpongeBob-Auto, die Skibidi-Toilet, Sonic und noch mehr. Also Leute, wir werden all diese Monster benutzen, all diese Fahrzeuge, um Po zu besiegen in der Version. Und ich meine, ihr hört, was für Geräusche er gerade macht. Er ist auf jeden Fall nicht begeistert, dass wir ihn jetzt besiegen wollen. So, das erste Fahrzeug. Welches nehmen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen was Kleines. Und zwar so ein Lightning McQueen, glaube ich. Ne? Der ist doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Der Wagen hat eine geisteskranke Beschleunigung. Ich meine, natürlich ist es eins der schnellsten Fahrzeuge, auch im Disney-Pixar-Universum. So, und ich glaube, den fliegen wir erstmal in den Mund rein. So, ganz langsam. Junge, ich bin schon langsam gewesen, aber das war trotzdem noch schnell. Und er ist wirklich eine Punktlandung. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war ehrlich gesagt ziemlich gut. Na los, noch einmal Vollgas mit Nitro. Oh, Junge. Das Fahrzeug kann komplett von innen einfach aufräumen. Okay, alles klar. Leute, Lightning McQueen ist jetzt im Mund von dem Riesen-Po. Oder ist er wieder runtergefallen? Nein, der steckt da immer noch drin. Okay. Als nächstes haben wir, Leute, meine Damen und Herren. Choo-choo-Charles, schnell. Oh mein Gott. Oh, nein. Nein, Sonic und Choo-Choo-Charles. Der hat mich gerade noch so getroffen. Wie kann er nur, Leute? Oh, Vorsicht, ich muss mich verstecken. Achtung, Laser! Boah, Junge, ich hätte fast das nächste Leben verloren. Okay, okay. Okay, Leute. Jetzt ist der Moment gekommen. Das ist eine Premiere in Terdon. Das erste Mal, dass wir ein Skibidi-Toilet-Fahrzeug jetzt bedienen werden. Rein da. Wo geht's hier rein? Okay, Freunde. Und das Ding macht sogar auch die originale Skibidi-Toilet-Musik. Achtung. Wow. Yo, ich komme nicht drauf klar, was für eine geisteskranke Beschleunigung die haben. Wollen wir mal einfach mit Vollgas draufbrettern plus Nitro? Ich würde sagen, wir machen das. Aber ich glaube, ich fliege darüber. Falls ich jetzt über Po drüber fliegen sollte, dann, Freunde, lasst ein Abo da. So, Achtung. Let's go. So. Oh, nein, ich flieg nicht drüber, aber das war ein richtig guter Treffer. Oh, yo, 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 wo fliege ich hin? Bro, wo fliegst du hin, Mann? Du fliegst ja zum Mond. Skibidi, dop, dop, dop. Yes, yes, yes. No, no, no. Yes, 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 yes. Yes, wir sind wieder back. Das nenne ich den Skibidi-Boomerang-Effekt. Hoffentlich, Leute, macht SpongeBob genauso viel Damage jetzt wie die Skibidi-Toilet. Achtung, SpongeBob! SpongeBob gegen Po! Das Duell hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Aber gut, let's go. Oh nein, er lädt den Laser. Oh, yo, er hat getroffen. Er hat gut getroffen. SpongeBob hat Damage genommen. Gut Damage genommen. Sein Schwamm hat noch größere Löcher bekommen. Und was passiert jetzt gerade mit uns? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber der ist der Laser, der gefeuert wird gerade. Bin ich gerade irgendwie völlig losgelöst von der Erde? Er schwebt hier das Raumschiff. Völlig schwerelos. Was ist hier los? Warum geht es so langsam runter? Und Boomerang-Effekt. SpongeBob kommt zurück und macht Damage hier. Oh, Junge, er rasiert ihn ja richtig. Er macht so richtig Gillette. Noch ein bisschen hier was vom Schwamm abreiben. Und jetzt haben wir... Leute, das war gut. Das war nicht schlecht. Also ich muss schon sagen, das war ordentliche Leistung. Guckt euch mal an, dieses riesige Loch. Wie ist das hier reingekommen? Was hat das verursacht? Einfach so. Ich werde jetzt das Ding benutzen, Leute. Es ist mir jetzt völlig egal. Ich benutze jetzt das größte Fahrzeug von allen. Und jetzt Vollgas. Nein, nicht ganz Vollgas. Langsam. Langsam. Und jetzt Nitro. What? Was? No way. Warte mal. Kriege ich eine zweite Chance? Kriege ich eine zweite Chance? Ich glaube, ich kriege eine zweite Chance. Ich kriege einfach eine zweite Chance.
Als ob mich das Ding zurückkatapultiert hat. Warum macht das Ding denn gar keinen Damage? Jetzt Vollgas, Junge! Mama, was ist das? Das Ding macht ja einen Stunt. Okay, ich glaube, diese beiden Fahrzeuge werden wahrscheinlich auch ein Reinfall sein. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf ein anderes Fahrzeug. Und zwar das Thomas.Lokomotive-Echse, wie auch immer, Video-Ding kaputti machen wir irgendwas. Junge Leute, mir gehen mal die ganzen Fahrzeuge aus. Nicht, dass ich die Challenge gleich verliere. So, ja, das ist doch gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da ist ein bisschen Widerstand, ein bisschen Panzerung. Oh nein. Nein. Let me. Lass mich. Oh nein. Nein. Noch ein Leben, Mann. Okay, es wird schwer. Aber ich muss, Leute, meinen Joker ziehen. Warte mal. Das Kack-Emoji. Es ist wieder repariert. Ich kann es benutzen. Na los, Poe. Du siehst halt aus wie das Ding, was ich jetzt in dich reinschiebe. Na. Ja, Mann. Das ist gut. Ja, das ist nicht so. Okay, das lief gar nicht mal so erfolgreich, wie ich dachte. Wir haben allerdings noch ein paar krasse Fahrzeuge. Und zwar haben wir den Super Zerstörer, der, wie nennt man den? Wrecking Ball oder so. Und ich, ja, der Ball ist weg. Der Ball hat sich jetzt gerade verabschiedet. Aber wir haben noch die Stange. Und die Stange macht gut Damage, denn wenn wir mit der Stange reingehen, so, und ich kann die Speed auch einpassen. Leute, passt mal auf. Jetzt voll Gas. Und wir müssen reinkommen. Ja! Ja, jetzt sind wir drin. Und jetzt sind wir... Das ist gut. Das ist so gut. Das ist richtig gut, Leute. Das ist absolut krass. Jetzt können wir von innen kreisende Bewegung machen. Und Poes Auge, Poes rechtes Auge ist schon weg. Und wir fallen durch. Ja, aber... Aber guckt euch mal diese Durchschlagskraft an. Das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Und er sieht auch wirklich aus wie so ein Stück. Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Jo, das Ding macht ja immer noch weiter. Wann ist denn da jetzt Schluss? Okay, jetzt ist Schluss. Der Po. Er schleimt. Okay, Leute. Zeit für den Endgegner. Für einen der Endgegner. Und zwar den legendären Kipplaster. Dieses Auto hat so viele Sachen, so viele Finisher bereits gemacht in der Vergangenheit. Jetzt wird es Poe ein für alle Mal auch das letzte Organ zerstören. Und zwar entweder das Auge oder auch nicht. Aber egal, wir fahren voll drauf. Wir fahren voll drauf rein. Und da ist zu viel Widerstand. Ich komme da nicht durch. Mann, das Ding ist ja Schrott. Leute, der Kipplaster ist Schrott. Der war mal früher gut. Oh, oh, Laser. Oh, komm schon. Lightning McQueen steckt da immer noch gefangen. Jetzt. Yo, das Ding bohrt sich einfach durch. Es bohrt sich einfach durch, Leute. Oh, ohne Widerstand. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Bro, ich will nicht rausfliegen. Ich will nicht rausfliegen. Nein, 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 nein. Oh, wow. Was passiert? Was passiert? Was passiert hier gerade? Leute, mein PC, was? Beweg ich mich oder bewegt sich gerade Poe? Oh, wir verlassen das Auto. Wait. Ich sehe es gerade. Poe, er bewegt sich. Ich glaube, er kippt um. Er ist kurz davor umzukippen. Und ich glaube, Lightning McQueen steckt da drinnen immer noch fest. Oh, er spuckt Lightning McQueen aus. Leute, ist er besiegt? Ich glaube, er bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, wir haben Poe tatsächlich besiegt. Ich kann das Ganze nur durch eine Sache bestätigen. Und zwar fehlt hier natürlich noch die Iron Cannon Beacon. Die erste Explosion kommt. Bam! Ich glaube, mein Spiel crasht. Wow. Alter. Yo. Guckt euch diese Massen an, die da jetzt runterfallen aus ihm. Und die zweite Explosion. Let's go. Oh. Yo, kommt da noch was? Ich glaube, Leute, das Ding, ja, es ist komplett, es ist kaputt. Also jetzt ist Poe besiegt. Jetzt ist Poe eindeutig besiegt. Freunde, an der Stelle würde ich auf jeden Fall sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch einen weiteren Endboss in Teardown haben wollt, dann schreibt eure Ideen dazu gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal.
Poe ist wieder mal am Umkippen und ich glaube, dieses Mal kippt er wirklich komplett um. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.